Gott schickt Abraham auf eine Reise. Erster Teil der Geschichte Abrahams. Das ist Abraham. Er lebte vor etwa 4000 Jahren und ist dafür bekannt, dass er Gott vertraute. Abraham lebte mit seiner Familie in der Stadt Ur im heutigen Syrien. Als er 75 Jahre alt war, begegnete ihm Gott. Gott sagte zu Abraham: Verlasse deine Heimat und reise in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham vertraute Gott, packte seine Sachen zusammen und reiste los. Mit ihm kamen auch seine Frau Sarah, sein Neffe Lot und viele Angestellte und Tiere. Gott führte Abraham in das heutige Israel. Dort begegnete er Abraham nochmals und versprach, das ganze Land seinen Nachkommen zu geben. Abraham hatte damals noch keine Kinder, aber er vertraute trotzdem auf Gott.